Seit 2002 hilft Rudi Zerner der Polizei mit der Sendung Aktenzeichen XY dabei, Verbrechen aufzuklären. Seine Person gehört ebenso zu dem Format wie die Mithilfe der Bevölkerung. Dass der ZDF-Moderator früher aber Sportler gewesen ist, weiß kaum jemand. Sportlich ist Rudi schon immer, sogar schon als Kind. Als 12-Jähriger gewinnt er im Juniorenwettbewerb der Herren bei den Deutschen Meisterschaften im Jahr 1971. Nach dem Abitur arbeitet der Sportbegeisterte als Zeitsoldat und Profi-Eiskunstläufer. Zerne macht dabei nicht nur eine fabelhafte Figur, sondern erzielt auch etliche Erfolge. 1978 und 1980 gewinnt er sogar die Deutsche Meisterschaft im Eiskunstlauf. 1984 kann er sich gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen und gewinnt die Silbermedaille bei der Europameisterschaft in Budapest. Im selben Jahr beendet er seine aktive Laufbahn als Leistungssportler und startet als Eislaufprofi bei Holiday on Ice bis 1988 durch. Nebenbei arbeitet er schon als Journalist. Für die ARD berichtet er zu Beginn seiner Karriere auch noch von Eiskunstlaufveranstaltungen und Tanzturnieren. Selbst zu seinen Anfängen beim ZDF sind es erst einmal Sportsendungen, die der 62-Jährige präsentiert. Heute ist Zerne zwar von Aktenzeichen XY nicht mehr wegzudenken, der Sport ist aber noch immer ein wichtiger Teil für ihn. Und so verleiht der Vater einer Tochter auch gerne den Award für den Sportler des Jahres. So wie hier.